Jo, Mahlzeit, Freunde. Ich grüße euch ganz herzlich bei mir in meiner kleinen und bescheidenen Spielelobby. Jawohl. Ich bin's mal wieder, der Tom. Ich muss mal das Licht ein bisschen ranziehen hier, dass es nicht so doll leuchtet. Ja, herzlich willkommen. Heute ist Vatertag. Und was kann man da am besten machen? Chillen. Genau. Ja, ich habe mir gedacht, ich fange mal an mit diesem kleinen Modell. Ich habe zum Vatertag habe ich einen schönen Gutschein gekriegt, den werde ich Freitag einlösen. Ich habe hier bei mir in Berlin, hier in Steglitz, so einen schönen Bastelladen entdeckt. Und da hat meine Frau gedacht, na, da holen wir den Tom doch mal einen Gutschein. Und da kann er sich dann am Freitag ja, dann austoben. Ja, den Gutschein habe ich gekriegt zum Vatertag und da werde ich dann einfach mal morgen losziehen und mir dann wahrscheinlich ein paar Modelle holen. 5, 6 oder mal gucken. Ja, in diesem Video werden wir erstmal nur uns das Modell ein bisschen anschauen. Ich werde auspacken, werde die Beschreibung mal oder beziehungsweise die Anleitung rausholen. Die gucken wir uns dann an. Also in diesem ersten Part wird noch nicht gebastelt. Wir gucken uns jetzt erstmal nur den Snooze wieder an. Gut, ich gehe ein bisschen weiter ran, fokussiere ein bisschen. Ich bin immer noch in der Lernphase mit meiner Kamera. Das ist aus der Star Wars-Reihe 03604. Der Snowspeeder, kein LucasArts mehr, sondern ja, die Rechte Disney. Sieht auf jeden Fall schon wirklich nice aus. Das ist die Rückseite. Da steht dann auch mal, der Snowspeeder wird von den Rebellen in der Schlacht auf dem Eisplaneten Hoth oder Hoth eingesetzt. Features gibt es Cockpit-Nachbildung, Piloten- und Bordschützenfigur, nachgebildete Bewaffnung und Displayständer. Genau. Für die Bemalung braucht man hier diese Farben. Da werde ich mir von Revell, beziehungsweise ich denke mal, der Laden, den ich habe, der hat auch ja, so Prospekte, wo die ganzen Farben so nochmal vorgestellt werden. Aber ich denke mal, es ist weiß, 06 ist, glaube ich, schwarz. 30 ist wahrscheinlich rot, 35 cremefarben, keine Ahnung, ja, grau und hellgrau. Ja, das schauen wir uns nochmal an. Hier oben steht nochmal drauf, das braucht man dafür. Ich habe natürlich Farbe, habe ich, habe ja, ein Cuttermesser habe ich, Klebe, ganz klar, und eine Zange habe ich auch. Ich habe sogar auch einen Pinsel, ne, aber die Farben habe ich jetzt nicht. Deswegen werde ich das einfach nur zusammenbauen und mal gucken, ob ich mir später die Farben dann hole. Dann pinsel ich das auch nochmal an. Ja. Der Snowspeeder. Maßstab 1 zu 52. 23 ja, Teile. Und da schauen wir mal. Wir schauen das einfach mal rein. Ich werde das jetzt mal wieder hier softstellen und dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um, was es hier so gibt. Hör mal, Maus, du kannst weg. Ist da noch mehr drin? Da ist noch mehr drin. Snowspeeder. So, den wollte ich eigentlich hier vorne ein bisschen drin stellen. So. Gut. Fangen wir mal hier mit an. Was haben wir hier? Achso, das ist der Schutz. Das ist nur irgendeine Anleitung zur Sicherheit, zu ihrer Sicherheit. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ich glaube, das brauche ich nicht. Ich hoffe, dass das Mikrofon ist nicht wieder so schnell, so doll eingestellt. Ich kriege das immer nicht so richtig auf die Reihe. So, dann haben wir Aufkleber. Genau. Das sind diese hier. Ja, die kommen ja ans Raumschiff ran, an den Snowspeeder. Ich glaube, das ist einmal ganz vorne und dann an den Seiten einmal rum. Die kommen dahin. Die, ja. Packen wir jetzt auch erstmal hier hin. Dann haben wir jetzt hier eine Beschreibung. Snowspeeder. So, da
Ne, Moment, da fangen die schon mit Part 8 an. Das ist, genau, das ist der Anfang. Ja, hier sind die Teile aufgeführt, die es gibt. Ganz über Kopf. Teerschwarz, Hautfarbe matt. Gelb Boliv matt. Habe ich noch nie was von gehört. Gelb Boliv matt. Das 42. Oder da, das ist 42. Dann gibt es Orange glänzend, Weiß matt, Steingrau matt. Und Weiß matt und Stein. Plus Metallgrau matt. Okay, da muss ich nochmal gucken. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt hier in Berlin einen Laden gesehen, der hat ganz viel Zubehör und auch ganz viele Modelle, da werde ich mich dann mal auslassen. Gut, das sind die Teile. Ich hoffe mal, der kleine Tom kriegt das auch hin. Hier hinten wird nochmal beschrieben, hier so, was die einzelnen, ich nenne sie mal Icons, zu bedeuten haben. Das eine ist halt kleben, durchgestrichen nicht kleben, bemalen, Zusammenbau, Reihenfolge, clear, heißt Klarsichtteile, so wie Fenster oder so. Abziehbild in Wasser einweichen und anbringen. Ah, siehste. Ganz gut, dass wir noch nicht anfangen mit dem Zusammenbau, sondern uns das erstmal anschauen, weil ich habe kein Wasser jetzt hier. Nur Cola. ja, dann haben wir hier zur Anbringung der Klarteile empfohlen. Das müssen wir mal gucken, was das genau ist. Und Abziehbilder und ja, zur Anbringung der Abziehbilder auch empfohlen. Da muss ich nochmal gucken, was das beides, was das sein soll. Ja, das können wir mal hier so tun. Ja, das sind dann so die ersten Schritte. Kleben ist natürlich jetzt bei mir was ganz anderes als dieses Zusammenstecken von dem Millennium Falcon. Ja, da habe ich mich zum Schluss ein bisschen schwer getan, weil das war gar nicht so einfach, das zusammen zu knacken. Und kleben, ja, das ist so eine Sache für sich. Wenn man sich verklebt, ist es, glaube ich, ziemlich AA. Aber ich denke mal, das kriegt man schon hin. Ja, zwei Mannequin sitzen da drinne. Das ist der Bauer 1 bis 6, nee, bis 7. Und was haben wir hier? Hier haben wir den Schritt 8 bis 10, 8 bis 12. Und dann sollten wir das auch wieder erledigt haben. Okay, weitere Tipps. Sieht aber schon ziemlich gewaltig auch auf, wenn es so ein kleines ist. Aber ich bin schon wirklich gespannt, wie das so wird. Ja. Gut. Hier hinten haben wir sogar noch Schritt 13. Siehste, den habe ich gar nicht gesehen. Schritt 13 habe ich eben gar nicht gesehen. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Für so ein kleines Ding, so viel Beschreibung. So, das machen wir gleich einfach so zusammen. Warum macht ihr das nicht alles auf einer Seite, dass man so... Egal. Wir machen das einfach so, wie wir es nachher benötigen. So. Das ist die Reihenfolge, die wir einhalten müssen. Oder die wir machen. Das sind die Kleber. Das ist die zu ihrer Sicherheit... Ablage P. Das kommt jetzt hier hin und dann schauen wir uns einfach mal die Teile an. So. Das kleine Tütchen, das behalte ich. Wer weiß, vielleicht können wir da noch was reinpacken. Ist ja ruhig, Handy. Ist jedes Mal. Die ganze Zeit war es ruhig. Jetzt machst du ein Video. Das klingt jetzt wieder. Gut. Ich werde mal
gucken, ob ich das hier so hinkriege mit dem. So, da brauche ich nicht immer hochhalten, dann können wir das jetzt mal gleich so anschauen. Ja. Das ist dann so die das Oberstück des Raumschiffs oder des Snowspeeders. Also ist nicht jetzt sehr groß, aber wird eine Fummelarbeit sein. Aber wofür hat man ja auch hier sein Werkzeug, ne? So, das haben wir. Das ist denn die. Also, ich denke mal, das ist die Unterseite. Vermute ich mal. Ja, das Verdeck, Glas. Super, packen wir dahin. Und dann haben wir jetzt noch hier auch noch ein paar Teilchen. Es sieht eigentlich nicht so schwer aus, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann sollte es eigentlich ohne Probleme auch alles klappen. Man muss, wie gesagt, halt aufpassen mit dem Kleben, ne? Ich werde ja sowieso, wie ich mich kenne, werde ich sowieso fünfmal auf dieselbe Stelle schielen auf der Beschreibung, dass ja auch kein Fehler passiert. Werde ich natürlich auch noch das ein oder andere Schiffchen auch noch bauen. Und das 3D-Puzzlechen kommt auch noch. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen, liebe Freunde, und bis später. Tschüss.